Hallo und recht herzlich willkommen hier zu Viktor Vran. Und zwar lieber mit dem lieben Ralfinger LP wieder. Und zwar lieber mit dem lieben Ralfinger, ja, schon gut, ja, alles klar. Nee. Schönen guten Tag. Ich habe übrigens Level Stufe 27 jetzt gemacht. Guck mal hier, was gebe ich denn hier? Okay. Schrotflinte, nice, Mann. Will ich haben. Aber Schrotflinte, habe ich Schrotflinte? Mit Waffe, Schrotflinte. Habe ich die gerade ausgerüstet? Schon, ne? Die gefehlen. Ey, weißt du, wie viel EP mir fehlen aufs nächste Level? Einer. 70. Das ist nicht viel hier. 70 EP, ich glaube, das ist ein Monster. Lass mal den Monster töten gehen, los. Warte kurz, ist das eine Schrotflinte, die Spaß mache? Schon, ne? Ja, ist eine Schrotflinte, das hört man die ganze Zeit. Wobei. Handmörser, ja, das müsste schon sein. Weil die Karte rüste ich mal schnell aus. Ey, das wäre natürlich krass, weil wenn du dann so viele epische Waffen irgendwie findest, dass du die auch irgendwie so aufpowern kannst, so. Dass es irgendwie mal eine Zeit gibt, dass man die halt öfters droppt oder sowas. Ah shit, man ist sicher gerade, ich habe eine Karte ausgewählt, die nur für Granatwerfer funktioniert. Warum habe ich das denn gemacht? Ja, weil du vorher einen Granatwerfer hattest, keine Ahnung. Mache Schaden um 100%. Ein Granatwerfer. Ich habe die Karte, ich habe eine Karte gehabt, die nicht mal einen Effekt hatte. Verdammt. Okay. Oh cool, was ist das denn? Ich habe eine Karte mit 0 der Narre. Kein grundlegender Effekt. Warum hat die Spinne die Straße überquert? Es gibt keine Spinne, es gibt keine Straße. Die Spinne ist eine metaphorische Manifestation deiner eigenen krankhaften und unbewussten Ängste. Ich hab die Karte. Der Narr, 0 Punkte. Aber nicht, ausgewählt, oder? Nein, aber der also, sieht aus wie ein Developer, der zeigt mir hier Zuge. Sehr geil. Geil. Guck mal, was du die Karte auch hast, hier von der Spinne hier bekommen, glaube ich. Warte. Wie soll die heißen? Nee, 0. Eine Nullerkarte habe ich leider nicht. Nee, habe ich leider nicht. Leider, ne? Ne, die hätte ich wirklich gerne, ja. Also Warrior, 10% Nahkampfschaden, göttlich, 11% Schaden, wenn die Lebensenergie über 90% liegt. Hört sich schon geil an, ne? Was könnte man das austauschen? Oh cool, ich habe sogar 3 Punkte. Ah, ich habe aber keine 3 Punkte Karte. Wobei die Karte mit den Granatwerfer kann trotzdem noch, da hat eine dämonische Sache mit dabei beim Overkill. Aber gut. Gut, okay. Los, komm, jetzt machen wir hier nicht noch so lange rumschnacken hier. Rüstung, Geld, Rüstung. Weiter hier. Los, ich bin heiß. Dann gehen wir zurück, weil wir suchen noch hier, Wir müssen das letzte Geheimnis finden. Genau. Aber das müsste ja hier sein, also es dürfte ja nicht so schwer zu finden sein. Yay, Level up. Wow, so schnell, bitte. Ach, hier ist sie, die Kiste ist los. Was ist drin? Eine grüne Waffe. Hier Bi Hai Ro. Bei mir auch. So, ich level auch mal ganz kurz, was kriegen wir? Ah, Schicksalspunkte, okay. Bei mir haben es 2 Karten. Ich kann sogar Karten, hier drei, ja auch 3. Ja genau, dann schau, für was für Waffen die sind. So, vielleicht hast du was für die Sichel. Ich hatte eine Schwertkarte, eine mit dem Mörser und eine für die Schrotflinte hier. 100 Rüstung beim Tragen eines Hammers, 20% Schaden bei Schrotflinten. Ja, und 20% kritischer Schaden mit Schwertern. Ich weiß jetzt nicht, ob so eine Sense zwischen Schwertern zählt. Boah, weiß ich auch nicht. Also Schwert, ja, ist Schwert, ist, ne? Ja, ist richtig, aber unter was soll eine Sense dann eigentlich zählen? Sense. Ist ja Schwert-Nahkampfwaffe, so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kannst du ausprobieren. Ich hab's auch, wie gesagt, ich hab so eigentlich so eine Handfeuerwaffe und es zählt wahrscheinlich auch eine Schrotflinte. Ich bin mir nicht sicher. Eine Schrotflinte habe ich selbst noch nicht gehabt, deswegen wundert es mich ein bisschen. Einmalig, die Karte kannst du nicht mehr als einmal ausrüsten. 100% Rüstung, naja gut, nee, Hammer benutze ich sowieso nicht. Genau, die habe ich auch gehabt, genau die. Also entweder der Jäger oder ich nehme mal echt die Schlachtmeister hier. Wie war es gerade, nicht so lange mit der Karte rummachen? Ja, es tut mir leid. Macht nichts. Geht zurück in die Jagdgründe, ne? Boah, ich hoffe, die Aufnahme ist noch da. Oh, da ist natürlich OBS echt episch, Alter. Ich bin gerade aus Versehen voll auf meine Windows-Taste gekommen. Bei Fraps wäre gerade alles wieder Pouts. Screen Capture, ne? Also ich bin in die Jagdgründe rein, aber hier bin ich falsch, merke ich gerade. Sicher? Naja, Jagdgründe, ja, da kommen wir halt wieder zurück. Wir müssen, glaube ich, erreiche das Herz des Frosts. Na, dann lass mal wieder zurück ins Schloss, so, dann finden wir das bestimmt schon. Ja. Ab zum Schloss! Mal gucken, ob wir da ein bisschen was transformieren können. Ob ich hier was vielleicht sogar mal endlich kaufen kann? Nee, ich kaufe nie eine epische Waffe, diese blöde Kuh. Man labert der mich jedes Mal wieder voll. Oh, man kann nur 20 Mal Ambrosia kaufen. Ich hoffe, ich kann das irgendwie nur irgendwann mal wieder kaufen. Was macht eine Ambrosia nochmal bei dir?
Na, Ambrosia macht meine Dings, also 100% den Lebensbalken wieder voll und halt den Overdrive-Balken auch wieder voll und... Ach nee, Quatsch, du setzt nur die ganze, die ganzen Cooldowns zurück. Das ist okay. Immer ganz geil für die E-Sache, weißt du, so wenn du, ja, gerade mit diesem Wirbel und so, deswegen kann ich die immer so oft hintereinander einsetzen manchmal. Verkauft eigentlich irgendwelche hier so dämonische Kräfte gerade? Nee, ne? Ruf mal jetzt einen weißen Schrott hier und den grünen Schrott. Dämonische Kräfte kannst du... nee, der verkauft die Karten natürlich. Ich könnte es ja zusammenfügen, aber YOLO. Die Karte behalte ich auch nur, weil sie cool ist. Ich habe ja echt einen Rapier. Schaden um 22% erhöht, kritische Trefferchance um 18% erhöht und 46 bis 70 ist die gut. Was hat denn dein Rapier? 41 bis 62. Okay, meiner hat 46 bis 70, hier ist ein gelbe. Angriffsgeschwindigkeit um 25% erhöht und 30% schnelle Cooldowns bei Waffenfähigkeiten. Na, bei mir hat Schaden um 22% kritische Trefferchance um 18%. Ich glaube, ich probiere die mal aus. 60 Crit-Schaden, ich glaube, den nehme ich auch hier. Man kann sich hier wirklich ein bisschen, jetzt verstehe ich auch, warum man hier lagern soll, ne? Um eben Waffen vielleicht reinzutun ganz Pimpen. Morgen. Ganz genau. Das mache ich jetzt nämlich auch mal. Ich tue mal die ganzen gelben jetzt nicht verkaufen, sondern tue die da rein und tue mal die dann versuchen zu kombinieren später. Fällt es einfach nie dabei, ey. Das ist wahrscheinlich echt eine richtig epische Karte, Alter. Die ganz schwer zu kriegen ist wahrscheinlich. Du welche Lacker, du? Alter. Ja, diese Saint, Alter, die waren noch nie dabei. Ja, noch nie gesehen. Die Saint ist echt 15 plus Rüstung pro ausgewählte göttliche Karte, was ja schon mal geil ist, wenn du göttliche so sammelst. Und gegen das eine Heilungskugel fallen. Boah, wie geil ist denn bitte hier das E, Alter? Wie schnell das abklingt, Rapier, Alter. Oder? Ja. Ja, Mann. Oh, wir müssen hier mit ihr quatschen hier. Guck mal, sie hat Quest. Oh, nice. Ist es wahr, Jäger? Wenn diese Dämonen wirklich existieren. Ich denke, dass wir... Boah, lava. Ich hab's weggedrückt. Gut, okay, es ist irgendwo, aber es hat nichts mit der Quest zu tun. So, okay. Dann lass mal hier auf das F Händlerviertel gucken. Müssen wir. Genau, wir müssen ins Händlerviertel. Inaktiv, aktivieren die benötigten Flüche. Erschlage Vampir Alkoluten mit Fernkampfattacken. Das ist halt super. Das krieg ich hin. Was Flug der Zeit? Achso, warte mal, Flug der Zeit ist. Töte Champions mit Overkill. Alter, da muss er richtig Glück haben. Ja. Das ist voll eine Glückssache, oder? Ich hab den mit der Zeit ist eingestellt. Das ist mein Overkill ist Glückssache, definitiv. Also ich kann's nicht timen. Ach je. Vampire. Oha, ja doch, der macht schon Schaden. Wenn sie nicht glitzern, sollten sie keine Gefahr sein. Denk daran, dass wir die mit einer Fernkampfwaffe töten müssen, ne? Die Scheiße, die gerade getötet hat. Ach so, oh. Ich hab gar keine Fernkampfwaffe jetzt. Ja gut, schauen wir mal auf die Quest. Was steht's denn hier? Meinst du mit ohne Dämonenkräfte oder... Achso, erschlage... Nee, erschlage Vampir-Alkoloten mit Fernkampfattacken. Mit Flug der Zeit, den haben wir gerade vergeigt. Weil das war einer. Ja, Alter, ist was aus, hab oder? Ich für eine Karte bekommen, ey? Keine Ahnung. Ey, leck mich im Arsch. Niemals. Der Schlechter. 8 Punkte. Ja, erhält, ja, genau so. Ja, die habe ich auch. Erhalte 12% deiner maximalen Gesundheit, 300% Herz bei einer Tötung. 50 Sekunden Cooldown. Die habe ich genau, die habe ich auch. Punkte. Das ist leer. Erhalte 12% der Max... Ja, aber ist halt echt... Das ist teuer, 8 Punkte ist richtig teuer. Ja, Mann. Und das ist keine Fernkampfwaffe, wollen wir uns zurück und du holst dir eine? Oder ich mach's ja halt, aber dann kriegen wir die Quest nicht wieder. Hab ich jetzt nicht diese Schwertmeisterkarte drin, ne? Du, hast du... Magst du mir kurz antworten, ob wir das nochmal machen wollen oder nicht? Was nochmal? Naja, Fernkampfwaffe. Wir haben ja schon einen gekillt ohne Fernkampfwaffe. Das heißt, die Quest kriegen wir schon nicht mehr, weil es sind bestimmt nur 10 da. Ach, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich sogar sehr. Nur den fucking Mörser, Mann. Du musst ja nicht, du musst nur aufpassen, dass du nicht tötest. Okay. Können wir nochmal zurück? Rein raus, weißt du? Dann ist ja gleich hier. Rein raus. Ja, dann okay. Haben wir zumindest den Gegner wieder. Okay, rein raus. Ich bin dabei. Der war einfach so schlechter Witz, deswegen habe ich einfach nicht drauf geantwortet. Ja, ich weiß. Muss es aber sein. Guck mal, hier fehlen noch voll Geheimnisse da. 3. Ich glaube nicht, dass es geht, was du gerade. Ja, der Typ ist weg. Ja, das ist aber scheiße, Mann. Hast ich denke mal, nicht, dass da nur noch 10 drin sind. Doch. Das sind ja so spezielle Gegner. Oha. Mach du die Kleinen, ich mach den Großen. Der rote Strahl hier.
Keine Kleben mehr da, doch, doch. Okay, jetzt haben wir einen. Ich hoffe, da bleiben ein paar übrig. Warte mal hier oben an, nee, doch nicht. Passt, passt. Ich dachte, wenn ich mal kurz mein E ausprobieren. Hier ist noch einer von denen. Ja. Alter, macht keinen Schaden. Alter, der Rapier geht schon ab. Jetzt machst du den Rapier auf einmal. So, los, hau ihn weg. Ist er, oder? Hast du ihn? Ich denke. Haben wir ihn jetzt? Ich weiß nicht. Ja, 2 von 10 haben wir jetzt. Okay, was ist das für ein Frostscheiß hier? Kommt von dem Dicken hier. Ich schlitz, 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 schlitz. Macht mal Spaß, oder? Weil er sehr schnell ist, der Rapier. Doppelter Schaden. Ja, da kommt schon ein bisschen was an, so. Was mal? Zwei Mal. Ah, shit. Oh, ich hab Schaden eingesetzt. Ich hab's kaputt gemacht. Die vierte Quest. Nein. Scheiße, Mann. Deinen hab ich noch nicht eingesetzt. Die übersehe ich mal, fach mir nicht. Ah, Heiltränke darf man auch nicht? Nein. Ja, Mann. Scheiße. Ich hab mir Schall genommen, fies, du, die Heiltränke. Ja, ja, Mann. Scheiße. Die Immunkräfte dürfen wir wahrscheinlich jetzt einsetzen, oder? Ja, ich darf jetzt die Immunkräfte. Guck mal, ich schlage nur einen Gargoyle. Einen einzigen. Wir dürfen nicht töten. Verstehst du? Nur einen dürfen wir töten. Okay. Hier ist einer von den Dicken Schauen wieder. Mächtiger zu sein als die Monster, denen du dich bisher gestellt hast. Also ich glaube es. Ja, bist du sicher, dass du für diese Herausforderung bereit bist? Wir wollen doch nicht, dass du wieder ein Kumpel Ja, du hast ihn getötet. Sehr gut. Das weiter wollte ich nicht. Weiter so interessant. Diese Quest, Mann. Na, eigentlich wollen wir... Weil ich muss ein bisschen anhitten. Das sah aus, als wenn du den nicht down kriegst. Hier ist noch einer. Schieß jetzt auf den. Ich bin halt nicht da. Bitte, ich stehe direkt neben dir. Hier noch einer. Reihe sind hier. Okay, warte mal. Ich hitte die ein bisschen an hier. Hier oben sind. Ey, wie? Er ist gleich gestorben. Nee, da ist er. Wollte ich schon sagen. Yay. Denk mal vor, der ist tot, aber nix ist. Nice, jetzt hast du Haut. 4 von 10. Mhm. Oh, oha. Das war der, ne? Alter, ja, Mann. Hier sind Dicker. What the fuck, Mann? Ich hab ein bisschen Feuerwerk gemacht. Gib ihn. Ich töte mal diese Typen außenrum. Diese kleinen, aber schon diese Kämpfer. Ich habe immer Angst, dass ich den Typen mittreffe. Jetzt hast du ihn aber. Also es war nur einer von den Vampiren, ne? Diese großen da wahnsinnig. Die hättest du ruhig töten können. Ah, achso, okay. Du musst einfach nur mit der Maus drüber, dann siehst du, wie er heißt. Ich dachte, das sind die ganzen fliegenden Viecher. So geil, ich schieße einfach nur auf irgendwas und schon droppt das Zeug Energie. Hier ist er wieder. Der siehst hier, du den? Der hier? Der C Vampir. Hier auch bei mir. Sehr gut. Ja, genau, die hier so rumfliegen. What? Krass, wie schnell bin ich gerade gestorben? Monster bewegen sich schneller und greifen schneller an. Das ist aber auch alles. Ich muss echt wieder meine. Ich nehme gleich wieder meine Dings in die Hand. Meine Sense. Die jagen mich voll hart, ey. So, bin wieder da. Oh, das ist ein Vampir. Ja, hab ich einen Overkill gekillt. Achso, ja, genau, den muss man auch hier Overkill. Das ist ja auch voll fies, Mann. Hier nicht Overkill, was zur Hölle. Voll fies. Ah, musst du vielleicht voll Energie haben oder irgendwas, was weiß ich. Oh, ich bin so hart geklaut. Nice, okay. Ist auch so ein Vampir, ne?
Oh, deine Sense sieht aber nice aus. Ne? Gib ihn. Yay. Yay. Aber doch, das war einer, gut. 5 von 10. Noch, ja, es ist trotzdem. Mal schauen, mal schauen. Ja, vielleicht haben wir Glück. Bist du mal cleaner? Nee, alles gut. Ich muss natürlich aufpassen, weil die gekillt, ja, ist echt. Aber es ist schön, dass du, dass du aufpassen musst, auf was du gegen der Klasse mit der Quest schießen kannst und womit du schießen kannst. Finde ich recht cool eigentlich. Macht das Ganze spannend. Und schwieriger halt. Sehr schwieriger, macht das Sinn. Kannst du es riechen? Ah, das wieder noch. Hier stinkt etwas. Ah. Vielleicht diese ganze Verschwörungstheorie, die du zu Zagovaria okay. Hast. Okay. Drei, Mann. Du darfst schon draufhauen, ne? Mein Fehler. Drei krieg ich nicht alleine weg. Nein, nein. Den hab ich. Hast du den? Ja, mein Overkill. Nee, stand aber 5, immer noch 5 von dem. Okay. Die haben immer so schnell. Wie immer noch 5 von 10, das sind die gar nicht. Doch, der vampirische Laura. Nee, nee, Vampir-Akolyten müssen die heißen. Ah, okay, okay. Ja, gut, dann wieder was gelernt. So, das was ist hier schon. Leben? Was ist das da? Welche schon entdeckt jetzt wenigstens? Hallo, entdeckt es jetzt. Ja, entdeckt die Kloake. Ja. Yeah. Super. Wie zu Hause. Ey, hier ist eine Kiste, bist du vorhin vorbeigelaufen. Echt? Schade, Mann. Christian hat eine Kiste. Geheimnis 1 von 5. Kostüm. Scheiß Kavaliers, Alter. Na toll. Ich hab nur einen Handmörser bekommen. Aber das ist mal was Episches, ja? Nee, ein Game. Du erhältst. Also deine kommen auch. Jede Sekunde 80 Overlife, aber die Attacken bauen keinen Overlife mehr auf. Na, dann ist das nicht. Boah, das scheiß Ding. Da finde ich echt mal was Episches, sondern das ist richtiger Mist. Definition. Aber gut, Kostüme sind immer episch. Hast du gekillt? What the fuck? Das war ich. Nee, ich meine, what the fuck, Alter, so wie viel Leben hat das Ding? Ach komm schon. So, ich muss mal andere Tränke auswählen hier. Ah doch, ich hab noch Vollbogen. Ein Zirkus. Was, ein Zirkus? Das ist so ein Alkoholmarkt hier. Achtung, weg. Ach so. Siehst du oben. Oh, sieh nur. Ein Zirkus. Ich hab den Zirkus immer schon geliebt. Tatsächlich. Ah, das sind Champion, ja. Wir selbst derzeit ein einziger Riesenzirkus. Alle Arten von Monstrositäten und Kuriositäten für die begeisterten Zuschauer. In diesem Fall mich. Feuerwerk. Und Feuerwerk. Ist die Disklanz? Doch, zählt das zumindest, ja. Denkst du nicht, Victor? Mist, 6 von 10. Scheiße. Jetzt die Quest nicht eigentlich wieder zurück, wenn wir... Ich denke, wenn wir durch sind, können wir die Quest normal starten, ja. Das ist übrigens keiner hier vorne, dann kannst du... Doch, ist einer. Boah, der hat ganz viele Leben. Alter. Das war knapp. Und das sind die Gargoyles, wo wir noch einen töten dürfen, ja? Ah, nee, ist noch nicht. Nee. Nee, das ist mit den Quests. Ich komme auch die Klassen, muss ich mir noch ein bisschen merken. Schau mal, ich verstehe es gar nicht, ich schlage einen Gargoyle. What the hell? Ja, vielleicht ist irgend so ein spezieller. Vielleicht ist es auch wirklich einer, den wir auf dem Weg treffen. Was weiß ich, nicht einer, der los hat. Hier ist der Zirkus. Fühlt sich wie zu Hause. Ja, Mann. Grüße an Rick den Mania. Auf ihn. Feuerwehr, guck mal, da passt meine Kanal richtig gut dazu. Ja, was? Da ist wieder einer, oder? Ja. Wieso ist denn der gerade so schnell gestorben? Nee, ist er nicht, hat sich nur weggefordert. Ah, hier ist wieder Gangnam-Style angesagt. Da hinten ist auch nochmal einer. Die Musik, ey. Hörst du das? Bin. Die Musik höre ich jetzt nicht, die ist ziemlich leise bei mir. Die machen mir jetzt viel Schaden, ich muss sie wegnehmen. Lol, Alter, dieser Gangnam-Style-Viecher immer, Alter, sieht aus. Alles wird gut. Wo war die Mucke jetzt hier? Also siehst du, 8 von 10, das waren auf jeden Fall, ich hab mehr als... Ja, vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Glück. Ja. Meistens ist es aber so ausgerechnet, dass du genau alle treffen musst, damit es halt so einfach ist, ne?
ist der mega fies, ey. Ey, da ist, glaube ich, der Gargoyle. Ist das der? Nee, der war es auch nicht. Ärger, ein Gargoyle. Hallo? Was ist das überhaupt für eine doofe Quest? Weiß ich nicht. Hör auf, mich anzugreifen hier. Also nur ein Gargoyle. So, Leute, weil es so schön ist hier im Karussell und bei den Clowns und bei meiner tollen Waffe. Christian, komm zurück. Ich wollte mir den Zirkus noch weiter angucken. Dein Käfig. würde ich sagen, wir checken die Lage. Wir sind hier in der nächsten Ricky Folge. Bestimmt. Ja, Ricky, nee. Hier, Ricky ist, doch, in dem Ding. Nee, hier ist Ricky, Mann. Hier. Darf immer schön abends durch seinen Käfig streifen. So, ich würde sagen, wir sind draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Reingucken und fühlt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Tschüss. Okay.